Ja, servus liebe Judo-Freunde. Ja, heute ist Dienstag, der Tag nach dem Brand auf dem Feld. Das seht ihr ja nachher im Video. Also ich lade es gerade hoch, was ich zusammengeschnitten habe. Also den Brand selber habe ich natürlich nicht gefilmt. Klar, da denkst du an was anderes, da hast du viel mehr andere Sorgen. Ja, die Fläche unten ist rumgegrubbert, also da hole ich dieses Mal definitiv nichts runter. Aber zwei Wiesen habe ich ja noch in Schwarzholz hinten gemäht, sind nicht groß, ist nur ein bisschen was, aber besser als nichts, sage ich einmal. Wie gesagt, ich sehe es jetzt nicht so dramatisch an, das Einzige, was mir halt jetzt wirklich gewaltig stinkt. Ja, und ein Heuwender hat es ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Beim Rausziehen gestern, quasi beim Evakuieren der Halle, hat es zwei Zinken rausgerissen. Man muss das Ding schnell raustun, dass man an eine Gruppe gekommen ist. Den Heuwender dann rausgezogen und dann war da an der Stelle ein bisschen ein kleines Glutnest. Und da war der mit einem Reifen drauf gestanden. Naja, und das Endergebnis war, der Reifen ist natürlich unten ein bisschen angeschmort und natürlich die Luft raus. Das heißt, schon versucht, ihn wieder aufzublasen, hast du keine Chance. Also ich schätze mal, neuer Schlauch mindestens. Ja, jetzt habe ich gerade einen Bekannten angerufen. Der hat auch einen Heuwender. Ob ich mir den dann für die Ernte jetzt da mal bargen kann, bis die Ersatzteile für unten kommen. Weil, wie gesagt, ich brauche zwei Zinken und neue Reifen oder den neuen Reifen. Ja, und da hat er gemeint, ja, freilich kannst du holen, gar kein Thema. Ja, da brauchen wir auf alle Fälle den IHC dazu. Das Ding ist nämlich ein bisschen größer wie meiner. Das tut aber nichts zur Sache. Ja, der IHC. Ich habe auch gesagt, die Reifen vom IHC hat es auch ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Ich meine, viel sieht man jetzt davon nicht. Ein bisschen Hitzerisse haben sie gekriegt. Vor allem hinten drin siehst du es. Naja, also gestern haben sie schlimmer ausgeschaut, aber nach dem Grubbern dann war es wieder einigermaßen weg. Also die waren schon relativ angekogelt. Ich meine, Bilder gibt es da, die hat die Feuerwehr quasi Bilder gemacht. Da siehst du richtig, wie der vorne mit dem IHC und mit dem Grubber dann durch die brennenden Dinge durch ist. Ich meine, das ist untergegrubbert worden, die Löschzüge kommen zwar, aber so viel Wasser können die gar nicht mitführen. Und aufgrund der hohen Trockenheit und durch das, dass wir auf dem Berg oben sind, hast du halt auch nur die Möglichkeit, dass du eben sagst, du hast jetzt da der schneller mal irgendwas, wo du den Schlauch reinschmeißen kannst und abpumpen kannst. Ja, und dann war das natürlich die einzigste und schnellste Lösung mit. Ja, ist halt jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich. Jetzt heißt es halt einmal gucken. Ja gut, vorne geht's einigermaßen. Naja. So schauen sie nicht schlimm aus, aber wenn man überlegt, wie sie vorher ausgeschaut haben und wie sie jetzt ausschauen, ist schon ein Unterschied. Naja, jetzt heißt es halt einfach mal mit der Situation leben. Was wollen wir jetzt anderes machen? Ich hole mir jetzt, wie gesagt, den Heuwinder und wenn da mal die zwei Wiesen, die wo ich da noch gemäht habe, die ja Gott sei Dank nicht abgebrannt sind. Ja, und am Bekannten war ich ja mal noch anrufen, der hat für uns eine Fläche gepachtet. Und die ist noch nicht abgemäht, ob er die jetzt selber braucht, ob er die neimulcht oder was er damit vorhat, weil sonst mähe ich die nämlich auch noch, ob sie 0,5 Hektar. Ist ja eigentlich eine von unseren Wiesen. Die ist, wie gesagt, halt bloß verpachtet. Und ja, dann mähe ich vielleicht das noch mit weg. Ja, ob es da Grummet gibt, jetzt die nächsten Tage, also die Regenwahrscheinlichkeit von 50% haben sie weggenommen. Steht jetzt bloß noch bei 5% für den morgigen Mittwoch. Also ich gehe mal davon aus, es wird nicht regnen. Ja, den ganzen Tag bin ich jetzt dann schon immer wieder mal unten gewesen, so wegen Brandwache quasi halten. Man schaut ja doch immer mal nach, ob noch alles in Ordnung ist. Klar, die haben gestern alles abgelöscht und gestern Abend waren wir noch ein paar Mal unten und die Nacht war ja unruhig. Weil man ja immer so im Hinterkopf hat, hoffentlich ist nicht noch irgendwo Glutnest oder was versteckt. Aber bislang ist nichts passiert. Also ich denke mal, ich hoffe mal ganz einfach, dass da nichts mehr kommt. Ja, und jetzt, wie gesagt, wünsche ich erst einmal viel Spaß beim Heuwenden.
Ja, wer mir jetzt sagt, ich habe eine Scheiße eingestellt, der geht nicht tief genug runter oder was, ja, ich weiß. Ich traue mir es nicht, das ist eine fremde Maschine, die gehört nicht mir. Da bin ich lieber ein wenig vorsichtiger damit. Hinterher gibt es Reklamationen, weil ich was kaputt gemacht habe. Also, ehe mir jetzt hier jemand denkt, der ist zu blöd, damit umzugehen, nein, auf keinen Fall. Aber die Fläche hier ist relativ uneben, mit meinem hätte ich da jetzt keine Scheu davor. Da stelle ich mir das so ein, wie ich nicht brauche, dann passt das. Aber hier bin ich doch ein wenig vorsichtiger. Ich kenne die Maschine, die ist fremd. Und dann lieber durch ein wenig langsam. Ja, das war das erste Stück hier oben. Wie gesagt, ist nicht viel. Zweimal mit dem Wender drüber und gut ist die Sache. Das, was hier vorne liegt, das werde ich nicht mitnehmen. Ich habe es einfach mit weggemäht. Weil wenn ich die Fläche schon kriege, da ist dann ein Misthaufen. Da habe ich gedacht, dann mähe ich mir mit frei. Ja, jetzt fahren wir noch unten aufs andere Stück. Ich habe noch eine zweite Wiese vorne bekommen, die ist ein bisschen weiter unten. Ich habe jetzt bloß die da zuerst gemacht, weil die ja eh hier oben liegt. Ja, ist wie gesagt nicht viel. Es sind halt, ja meinetwegen 20 Ballen vielleicht, was gibt da oben, wenn überhaupt. Aber ich sag's ganz ehrlich, ne? Wenn ich wenigstens das heimbringe, nach der Aktion gestern, am Montag, dann bin ich schon dankbar. Das gute Stück wieder hoch. Wie mache ich das? Der hängt auf dem Kipperanschluss drauf. Einfach den Hebel ziehen und zack, rauf bis in die Arretierung. Und das war's auch schon. So, wir befinden uns jetzt in meinem PKW auf dem Weg mal schnell zum Sägewerk. Ich hole mir da die zwei Bohlen unten für den Hühnerstall. Beziehungsweise für den Schweinestall. Ja, von dem Betrieb, wo ich die Schweine herkriege, habe ich Nachricht gekriegt. Also eine Husumer Sau ist momentan tragend und wird wahrscheinlich in ein bis zwei Wochen ferkeln. Ja, und dann circa mit der achten Lebenswoche werden die Ferkel abgegeben. Also rechnen wir mal circa 9 bis 10 Wochen. Ich die ersten Schweine am Hof habe, das ist ganz gut so. Dann habe ich noch ein wenig Vorlaufzeit zwecks dem Stall. Ja, mit denen habe ich mich schon auseinandergesetzt, wie das bei ihnen ist. Also sie hat jetzt gemahnt, normalerweise 2 Meter Abstand, der Außenzaun mit 1,50 Meter Höhe will das Veterinäramt und einen Innenzaun 2 Meter Abstand zum Außenzaun. Und ja, dass es halt wildschweinsicher, einbruchsicher ist. Ja, mal gucken. Wie gesagt, bei mir ist es ja mehr oder minder Auslaufhaltung. Vielleicht geht es auch anders. Was Hühner betrifft, hat sie, wie gesagt, haben sie jetzt selber mitlaufen. Überhaupt kein Problem. Na, wo kommen die denn alle her? Funktioniert da los. Thank you.
gar nicht da können wegen dem Elektrozaun. Das nutzen dann normalerweise die Hühner noch immer mit aus. Ja, wie gesagt, ich muss das alles nochmal mit dem Veterinäramt klären, was die anders haben wollen. Nicht, dass das Hühnergehege doch noch ein bisschen größer werden müsste. Nicht, dass die sagen, ne, pass auf so nicht. Und das entweder länger oder breiter oder ich weiß nicht. Aber das sagen mir dann die. Ja, wie gesagt, ich mache jetzt erst nochmal innen im Stall alles soweit fertig. Dann ist das abgeschlossen. Dann wird er gescheit rausgekalkt, dass wieder alles schön weiß ist. Frische Einstreu rein. Und ja, dann wird zumindest der Innenstall bezugsfertig. Naja, und dann, wie gesagt, der Offenstall, das sollen wir die dann sagen, was sie gerne hätten, wie sie es gerne hätten. Und dann wird es geregelt. So, mein Holz habe ich eingeladen. Habe ich mir schnell geholt. Den Vorteil vom großen Auto, brauche ich nicht mit Bulldog und Anhänger fahren, geht alles ins Auto. Gut, bei größeren Mengen, da brauchst du den Anhänger, aber wie gesagt, so geht es ja ganz gut. Heute ist Mittwoch. Ja, ich habe mich heute dazu entschlossen, ich hole nochmal unten den 2000 Liter Fasswagen. Quatsch, 2000 Liter sage ich, den 1000 Liter Fasswagen. Diesen IBC-Container, der bei den Hühnern unten steht. Mach den mit Wasser voll, die Kürbis hinten am Misthaufen brauchen dringend Wasser. Ja, hilft alles nichts, jetzt muss man mal gießen. Oben her steht einer, ein großer, die anderen sind ja vertrocknet gewesen, beziehungsweise für Schnecken geholt. Vertrocknet waren sie eigentlich nicht, weil die waren gut gegossen. Und hinten stehen jetzt insgesamt noch drei, plus die brauchen jetzt dringend Wasser. Ja, da hängen wir jetzt auf alle Fälle den Fasswagen an. Und welchen Schlepper nehme ich dazu? Am besten den, der steht für solche Zwecke jetzt zur Verfügung. Am IHC ist ja jetzt momentan kein Zugmaul dran, das wäre zwar schnell angebaut, aber ich habe eigentlich keine Lust jetzt da groß rumzupopeln, dann mache ich es mit dem.
Ich habe jetzt den IBC-Container auf dem Forstmotor sauber gemacht, auf dem Eigenbauforstwagen. Ja, den muss ich später mit Wasser füllen. Warum hängt jetzt kein Kramer mehr vorne dran? Ganz einfach, den Kramer habe ich anderweitig gebraucht zum Mistverfahren. Der steht da. Hinten dran die Lore. Ja, ich habe mich jetzt umentschieden heute. Es ist ein bisschen kühler. Dann habe ich gedacht, naja, vorhin hat es auch mal kurz ein paar Tröpfle, also nicht geregnet, es war wirklich bloß Muckenschiss, ganz minimal Regen geben. Da habe ich gedacht, naja, lasse ich heute das Heu liegen, wenn es nicht ganz so warm ist. Soll es noch einmal trocknen. Das ist jetzt bloß einmal rumgeheut. Und damit ist gut. Dann fahre ich es morgen erst ein. Ja, und dann habe ich mir gedacht, dann könnte ich eigentlich genauso gut hergehen und könnte heute hier unten weitermachen. Ich habe mir meine Bullen hier schon bearbeitet, ein bisschen dünner gemacht und oben in die Rillenei ein bisschen abgeschliffen bzw. dünner gemacht. Ja, warum habe ich das Ganze gemacht? Die waren ein bisschen stärker, sind 4 cm stark, die alten sind bloß 2 cm stark. Ich wollte es jetzt aber nicht so dünn machen, also habe ich es jetzt so. Mein Gott, dann sind sie halt ein wenig massiver, aber das macht ja auch nichts. Das ist ja kein Beinbruch. Ja, und dann sollte das wieder halten. So, die erste Abdeckung hier sitzt. Wie gesagt, das Material ist jetzt natürlich ein bisschen stärker wie früher. Das ist massiver. Ja, ist halt so. Da habe ich es vielleicht ein wenig viel abgeschliffen an der Stelle. Hätte noch ein wenig breiter bleiben können. Ist aber auch kein Problem. Also wegreißen werden sie das auf keinen Fall. Ja, und so schaut es doch ganz gut aus. Das Ganze machen wir jetzt dann hinten natürlich auch noch. Weil was mir hier nicht gefällt, das ist hier oben eine einzige gerade Landschaft. Schaut natürlich nicht ganz so toll aus. Da kommt auch ein neues rein. Und ja, dann schaut es aber optisch besser aus wie vorher. So, die Viecher sind alle fertig. Der Stall ist gekalkt. Zeige ich euch später noch, wie es ausschaut. Ja, ich habe mir jetzt hier die Pumpe bereit gemacht. Ich brauche jetzt da Wasser. Schaut dann wie folgt aus. Ja, dann wird einfach der Motor aufgesteckt, der Schlauch oben aufgesteckt. Ist ja eigentlich eine Güllepumpe. Ja, und da füllen wir jetzt mal Wasser auf.
Ja, am Hui habe ich heute nichts weiter gemacht, bloß einmal durchgewendet. Sonst ist nicht mehr passiert da draußen. Aber was passiert ist? Schaut euch mal meinen Stall an. Sind die Wände nicht wieder schön weiß? Herrlich. Bis rum. Lichtschalter haben wir mal ein wenig geputzt. Sicherungskasten da oben geputzt. Vom Feinsten. Ah, die Fenster sind wieder glasklar. Kann man wieder durchgucken. Sauber gemacht, gleich frisch. So wie sich das für einen anständigen Stall gehört. Seht ihr es? Der jubelt. Haha. Ja, hier vorne natürlich auch. Wie man sieht. Hier war ich auch dabei. Und selbstverständlich. Et voilà. Ein richtig schöner, frischer Schweinestall. Wände wieder weiß, Decke habe ich ein bisschen mit angesprüht, aber jetzt nicht so akkurat, gebe ich zu, ja. Aber die Wände, die ja ganzen Boxen, die ja Bretter sind, mit eingesprüht. Ja, so schaut es aus. Ich meine, das, was jetzt hier am Boden ist oder so, ne, das ist nicht trittfest oder was, ein paar Mal drüber, ein paar Mal hin und her mit Mist. Dann ist wie im Pferdestall alles wieder weg. Ja, die neuen Bretter, wie man sieht, sind drin. Jetzt hat das Ganze wieder angenehme Höhe hier. So wie sich das gehört. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. So passt das wieder. Und dann ist der Stall eigentlich fertig. Eingestreut habe ich ihn auch frisch. Einmal hier. Einmal hier. Tja, welche sind die größere? Ich glaube, die da ist die kleinere und das ist die größere Box. Müsste ich genau ausmessen, aber irgendwie so. Ja, das ist auf alle Fälle heute passiert. Fasswagen habe ich vorhin nochmal aufgefüllt, die Fässer haben wir jetzt alle aufgefüllt. Ja, dann mache ich für heute Feierabend. Morgen geht es dann ran, Spade raus, Presse raus und dann pressen. Ja, ob ich das noch in den Video mit reinkriege oder ob ich das rausschneide, das weiß ich noch nicht. Ob das dann erst am Dienstag mitkommt, nicht, dass es zu viel wird. Aber das seht ihr ja dann am Freitag. Jo, so weit erst einmal. Vom Schwaden und Fressen gibt es keine Videos. Das war mal einfach heute. Ja, ich weiß nicht, mit der Trockenheit und nach dem Brand am Montag ein bisschen heige. Da war ich so konzentriert drauf und habe vorne auf die Presse geguckt. Irgendwo, da fährt halt doch immer so ein so ungutes Gefühl dann mit. Wenn einem das nochmal passiert ist. Meine, ist nichts passiert, alles gut. Können. Aber gut, wäre eh nicht sehenswert gewesen. Ich habe 27 Ballen zusammengekriegt. Ja, ist nicht viel. Ich habe mir ja eigentlich gerade mehr erhofft. Aber gut, mein Gott, was wollen wir mehr? 27 ist besser als nichts. Solange es Grünzeug gibt, brauchen sie weniger. Im Winter, naja. Jedes Krümelchen zählt jetzt. Aber eine gute Nachricht habe ich euch gekriegt. Ein Arbeitskollege von meinem Vater. Der hat mehrere Wiesen, die gibt. Mehrere Wiesen, die gepresst werden müssen. Ich habe große Quaderballen gemacht. Und der hat mir angeboten, wenn ich Futter brauche, soll ich mich melden. Kostenpunkt für einen ca. 300-400 Kilo Quaderballen. Das Stück über 30 Euro. Ich habe jetzt noch mal vorbestellt, da ich gesagt, der soll noch mal ein paar für mich zurücktun. 12, 13 Stück. Je nach Gewicht. Ja, damit müsste ich dann über den Winter drüber kommen.
Ja, bald, die werden wir bei den Preisarbeiten mit angeliefert auf dem Tieflader. Ich muss sie quasi bloß noch entladen. Aber das ist ja kein großes Problem und kein großes Problem. So, die untere Wiese habe ich geladen, das waren 17 Wallen. Ja, da liegen sie. Wie es funktioniert, nachher halt mit den Mistkabeln aufstechen. Das filme ich jetzt aber nicht. Anstrengend genug bei der Wärme. Ja, die Wiese habe ich eingesammelt. Oben liegen jetzt da nochmal 10 Wallen. Die hole ich jetzt da noch. Dann fahren wir mit dem Schlepper heim, dann mache ich nochmal einen Stall. Und dann ist Feierabend. Fahren wir mal rauf auf die andere Wiese. Fertig mit der Arbeit. Kipper aufgeräumt, IHC aufgeräumt, Viecher sind auch alle fertig. Jetzt ist Feierabend. Oder was heißt Feierabend? Gleich ist Feierabend. Ich habe gerade noch mit einem Bekannten telefoniert. Der hat jetzt gemeint, er hätte noch zwei kleine Flächen für mich. Die soll ich mal angucken. Der meldet sich wahrscheinlich gleich einmal und da fahre ich dann und die schaue ich mal an. Das sind einmal 0,27 Hektar und wohl noch irgendwie ein Wiesenstück unten am Main. Das normalerweise mehr gemulcht wird. Ja, und das gucke ich mir mal an. Könnte ich eventuell haben, könnte ich wegmähen. Ja, das schaue ich mal an. Wie gesagt, ich habe ein Angebot gekriegt vom Arbeitskollegen von meinem Vater. Oder besser gesagt vom Bekannten. Eben Quaderballen, das Stück 35, 40 Euro so in dem Dreh. Ja, da würde ich welche holen. Wiederum vom anderen Landwirt am Bekannten. Der ist letztes Jahr durch die Wiese durchgefahren. Der hat mir auch zwei Ballen versprochen. Die Gräche hätte ich noch und von meinem Bekannten, wo ich immer die Milch herhole, der hätte wohl auch noch was für mich, wenn ich was brauche. Also ich denke mal, wenn ich das alles zusammenhole, sollte ich doch irgendwie über den Winter hinwegkommen. Ich meine, hier fehlt einiges. Ich hoffe, dass ich noch einmal einen zweiten Schnitt hinkriege. Im Moment sieht es aber so aus, wenn ich das jetzt wegmähe, was ich habe. Also das, ja, wenn ich zusammengeschwollt habe, das fällt wahrscheinlich durch die Presse durch. Das gibt höchstens 100 Ballen, wenn überhaupt. Also,
Wenn überhaupt, wenn ich jetzt von alle Flächen ausgehe. Also ich hoffe darauf, dass es vielleicht noch mal ein wenig Wachstum gibt, aber so wie es aktuell ist, puh, ganz schlecht. Naja, schauen wir mal. Wird sich alles zeigen. Und ja, dann schauen wir weiter. Ja, für diesen Vlog soll es das dann gewesen sein. Heute ist Freitag dann. Bei euch zumindest jetzt im Video. Bei mir ist jetzt Donnerstagabend. Und in diesem Sinne wünsche ich allen ein schönes Wochenende. Vielleicht den ein oder anderen Regen. Bis dahin, Servus, das ist das Handy. Servus.